Bauchi auf Sendung, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu meiner 6. Ausgabe von Bauchi auf Sendung, der Podcast. Heute mit wenigstens einem tierischen Gast. Mal gucken, wie lange er bleibt. Ne? Keine Ahnung, bis er bei nächster Gelegenheit immer weg hier. Ne? Und in diesem Podcast soll es um das Thema Patriotismus gehen. Ihr seht, meine Mikros sind endlich angekommen. Ich kann mir das jetzt hier an den Bart klemmen, mein Mikrohalter. Und jetzt kann ich hier so gechillt so Podcast machen mit Gast. Ne? Und muss nicht brüllen, damit der Ton da hinten in die Kamera kommt. Also ins Handy-Mikro. Ja, also ich greife das Thema heute auf, weil ich es zum einen im letzten Podcast schon angeschnitten hatte, weil die Steffi mit entsprechenden Gedanken dazu kam und sich halt eben fragte, wie das sein kann, dass sie auf einmal, obwohl ihr Deutschland als solches auch schon seit Jahren völlig egal ist, weil sie halt eben auch weiß, dass es einfach nur Hirnkonstrukte sind, diese Staaten und staatliche Grenzen und Regierungen, alles, was sind, auf was man sich temporär einigt, was alles nicht von Bestand ist oder für die Ewigkeit. Und dass es ihr trotzdem gerade passiert, dass sie sowas wie einen Nationalstolz entwickelt. Und wir hatten halt eben vor allen Dingen darüber gesprochen, weil ich das sehr gut verstehen kann im Moment. Ich kann das irgendwie nachvollziehen, weil ich dasselbe Phänomen bei mir selber auch beobachtet habe. Es ist halt eben doch so, dass die Menschenmenge, die zu einer bestimmten Gruppierung dazugehört, die wir jetzt im Moment einfach mal das deutsche Volk nennen können, aber es ist im Prinzip nicht einfach das deutsche Volk, sondern es ist halt eben, ist ja in jedem anderen Land auch so, aber lass die Grenzen sich verschieben und dann sind ehemalige Russen auf einmal ehemalige Ukrainer und dann sind sie, was weiß ich, was ehemalige und keine Ahnung, weil, ne, oder Ostdeutsche, das sind auf einmal Ostdeutsche, ne, die sind, vorher waren das ja, war die Ostzone, ne, aber da hatten die ihren eigenen Staat, da war das die DDR, so. Und ne, dann ist das irgendwann, hat man sich ungeeinigt und dann ist das wieder anders gewesen und keine Ahnung, man weiß nie, wann das nächste Mal passiert hat, wieder irgendeine Grenze verschoben wird. Also es ist einfach schwierig. Da kein Mitgefühl. Türgast, das war mir so klar, ne? Als ob du irgendwie hier mal eine halbe Stunde sitzen könntest. Hey, ja, Mann, ich kann schon Beine strecken. Das Ding ist halt eben folgendes. Das ist
man muss das ganze Thema ein klein wenig differenzierter sehen. Der zweite Grund ist nämlich, warum ich das anspreche, weil es halt gerade tatsächlich auch in den Mainstream-Medien, wie ich mitbekommen habe, gerade zum Thema wird, dass irgendjemand gefragt hat oder die Frage in den Raum geworfen hat, ob es so etwas wie gesunden Nationalismus überhaupt gibt. Und wenn man das Bild von der einen Seite betrachtet, dann ist die Frage durchaus berechtigt. Und wenn man es von der anderen Seite sieht, ist sie genauso berechtigt. Also zum einen ist ein gesunder Patriotismus, nicht Nationalismus, ne, aber das ist eigentlich dasselbe, weil es sich auf die Nation bezieht, zu der man sich da gerade zugehörig gefühlt. Ne, amerikanische Patrioten sind ja nicht einfach nur New Yorker oder Texaner oder so, das sind ja Amerikaner. Ne, die stehen ja morgens in der Schule dann da und pledgen ihre Allegiance to the flag of the United States of America und nicht von irgendeinem Staat der Staaten. So, und in Deutschland ist das halt eben eine sehr, sehr verworrene Geschichte. Und ja, ich komme jetzt hier wieder von Hölzchen auf Stöckchen, aber ne, hört gerne andere Podcasts, wenn euch das nicht gefällt. Das hier ist Bauchi auf Sendung. Ne? Also das Ding ist folgendes. Es gibt gesunde Aspekte am Patriotismus, die aber leider sehr ungesund ausgelebt werden. Natürlich ist es etwas Gesundes für ein Volk, stolz auf sich selbst sein zu dürfen. Ich nenne es jetzt das Volk, weil es halt die Bevölkerung eines jeweiligen Landes ist. Das ist eigentlich das Bessere. Ich mag das Wort Volk nicht, weil es halt eben von Gefolge kommt und immer irgendwie impliziert, dass es Führer bräuchte. Was ich halt eben für Unsinn halte. Aber wenn man sich Länder anguckt, in denen patriotisch zu sein nicht rechts ist, sondern was völlig normal ist, und das ist eigentlich in jedem anderen Land der Welt so, nur nicht in Deutschland, gefühlt auf jeden Fall, ich wüsste nicht von irgendeinem Land, in dem man den eigenen Leuten verbietet oder madig machen will oder es sogar unter Strafe setzt, irgendwo ihre Landesflagge zu zeigen. Vor allen Dingen, wenn es um Sportereignisse geht, wo dann Nationalmannschaften gegeneinander treten und man dann halt eben nicht mehr in der Lage ist, zwischen Sport und Politik zu unterscheiden und dass das eine mit dem anderen nichts zu tun haben sollte, sondern dass da lediglich die Leute die Nationalfarben auf ihren Trikots tragen, in der Regel, wenn die nicht pink sind. Ich weiß nicht, ob es ein Land gibt, das eine pinke Flagge hat. Ne? Aber das ist halt eben, ne? Das ist eben diese Verhohnepipelung davon. Das hat dann eben überhaupt gar nichts mehr. Das ist tatsächlich Nationalismus. Und er hat in dieser Form, nämlich dass man bei einer EM oder WM, wo Nationen und Nationalmannschaften gegeneinander antreten, ist ja auch Nationalismus nichts Schlimmes, sondern einfach ein Teil der Sache. Ne, wenn irgendwelche Bundesliga-Vereine gegeneinander spielen, dann ist das ja auch üblich, dass man da nach Möglichkeit die Fans voneinander trennt, bevor sich alle auf die Fresse hauen.
Wobei ich glaube, das ist gar nicht, also ne, wenn es die Hooligans nicht gäbe oder so, da bin ich mir sicher, da würde es sowas überhaupt gar nicht geben. Da könnte man tatsächlich, weil dann wäre halt nämlich der, es ist ja auch, habe ich ja auch schon miterlebt, ne, dass innerhalb von Familienangehörige für verschiedene also Fans verschiedener Fußballmannschaften sind. Und wenn diese Mannschaften dann gegeneinander spielen, dann können die trotzdem noch im selben Wohnzimmer dasselbe Spiel gucken. Und der eine freut sich, wenn er einen Tor schießt, und der andere freut sich, wenn er einen anderen Tor schießt. Und das ist okay. Und dann trinkt man trotzdem sein Bier zusammen. Da entwickelt man keinen Hass aufeinander. Und genau das ist aber das passiert, wenn man Politik mit ins Spiel bringt. Und deswegen ist das so wichtig, das differenziert zu betrachten. Wir alle sehnen uns nach Gruppenzugehörigkeiten. Es ist tatsächlich so, dass selbst die, zu denen ich ja auch sehr lange gehört habe, die lieber zu keinen Gruppierungen mehr gehören wollen, aber wir auf jeden Fall gerne zur Gruppe derer gehören wollten, die nicht zu keiner Gruppe gehören wollten. Und mich immer wieder gefreut habe, das ist, woran ich es gesehen habe, wenn jemand mich da verstehen konnte und ich jemand getroffen habe, der das ähnlich gesehen habe. Und wie ich mich dann da gefreut habe, ein etwas wie Gruppenzugehörigkeit tatsächlich doch zu fühlen und zu spüren und zu wissen, man ist nicht allein. Ist auch wieder total kontrovers und diffus, weil eigentlich, ne, ja, wir sind eigentlich freiwillig lieber allein im Moment. Ist aber auch eher so, dass diese Freiwilligkeit ja auch aus irgendetwas herausgewachsen ist. Also nicht nur, dass wir die freie Wahl haben, unsere Zeit mit uns selber zu verbringen, sondern halt eben auch die Wahl inzwischen so treffen, dass wir sie lieber mit uns verbringen als mit anderen Menschen. Weil, naja, ihr kennt alle eure eigenen Gründe dafür, nicht wahr? Wenn ihr da eben so betroffen seid. Wenn nicht, seid froh. Ich halte nur bedingt was von Patriotismus, weil ich dadurch, dass ich mich zum Beispiel als deutschen Patrioten identifiziere, ich automatisch halt eben auch die Existenz dieses Landes gutheiße und nicht in Frage stelle und natürlich voll das Beste für das Land will und bla, aber trotzdem letztendlich diese menschengeschaffenen Grenzen zwischen uns zu akzeptieren. Länder existieren ausschließlich, um Macht über Menschen auszuüben. Wer das immer noch nicht getan hat, ich rege seit Jahren dazu an, den Iron Mountain Report mal zu lesen. Das ist eine, ich erkläre es hier jetzt gerne nochmal ein kleines bisschen ausführlicher. Es ist eine Umfrage gewesen, die von der Kennedy-Administration irgendwann in den 60ern beauftragt wurde. Und die Frage war, also die Frage, womit sich dieser Iron Mountain Report beschäftigt hat, war, was bedeutet das für Amerika, wenn Weltfrieden herrscht? Und es ist halt eben ziemlich erschütternd eigentlich zu lesen, dass wenn die Welt im Frieden leben würde, nicht nur Amerika, sondern auch alle anderen Länder im Prinzip keine Existenzberechtigung mehr hätten. Nicht nur keine Existenzberechtigung, sie wären obsolet. Weil Menschen, die im Frieden leben, brauchen ja nicht
bei denen ist alles in Ordnung. Die müssen nicht regiert werden. Und kontrolliert. Ja, ne? Und genau deswegen ist der Krieg essentiell wichtig. Ab und an muss man welche stattfinden lassen, damit aber auf jeden Fall durchgängig die Angst vor einem möglichen nächsten Krieg in den Köpfen der Leute existiert, vorherrscht auf jeden Fall. Über die dann diese Gremien, die wir Nationen nennen, weltweit tatsächlich mit den Menschen machen können, was sie wollen, im Namen des Friedens. Würden diese Kriege nicht existieren, würde die Bedrohung nicht existieren, bräuchten wir, so sagt dieser Iron Mountain Report, keine Regierungen. Die Regierungen brauchen den Krieg als Existenzgrundlage, als Existenzberechtigung. Das steht da drin. Das ist ein offizielles Papier. Aber das kriegst du in der Schule nicht zu sehen. Da erzählt man dir nichts drüber. Das sind genau diese Aspekte, die man lieber lieber unter den Tisch. Deswegen kennt das Papier halt auch. Inzwischen sind es schon sehr viele Leute, die davon Nutzen genommen haben. Aber es ist halt eben eher etwas Unbekanntes. Es gibt definitiv bekanntere Schriftstücke und bekanntere Zitate und bekanntere Dinge überhaupt, weil wenn irgendetwas aussagt, dass wir keine Regierung mehr brauchen, dann ist das natürlich für die Machthabenden nichts, was sie gern in möglichst vielen Köpfen wissen, sondern gern in möglichst wenigen Köpfen. Und mit dem Wissen darum und sowieso auch irgendwo ja dem inneren Eindruck, dass das alles irgendwie nicht so richtig, ne, ist Patriotismus im Prinzip leider ein sehr ungünstiger und teurer Weg, sich das Gefühl einer Gruppenzugehörigkeit zu schaffen, die tatsächlich ja auch wohlgemeint ist, weil eigentlich sind wir ja Patrioten, weil wir wollen, dass es unseren Mitmenschen gut geht und stolz drauf sind, dass wir das hinbekommen, es uns gut gehen zu lassen. Das funktioniert natürlich auch immer dann nur, wenn wir auch die Freiheit haben und die Möglichkeit, uns entsprechend zu bewegen. Und da das immer weiter eingeschnitten wird, werden die Probleme automatisch immer größer. Das ist ganz simple Logik. Und würden wir uns die Freiheit nehmen oder rausnehmen, da mal drauf zu scheißen, was wir dürfen und was nicht und was moralisch, gesetzlich oder sonst irgendwie verboten ist, sondern das zu tun, was wir für richtig empfinden, nach reiflicher Überlegung oder aus dem Bauchgefühl heraus, dann würden wir diesen ganzen Quatsch überhaupt gar nicht mehr brauchen. Und das wissen die. Das wissen die nur zu gut. Deswegen rufen die ständig immer weiter, betteln darum, rufen nicht auf. Die betteln inzwischen darum, dass ihr wählen geht. Weil ihr, ich sag's nochmal, mit eurem Kreuzchen eine Unterschrift setzt auf diesem Ding. Egal wohin ihr das setzt, aber ihr sagt, ja okay, ich will weiter, dass irgendwelche Hayopais über mein Leben regieren. Sei bitte schlauer beim nächsten Mal. Und die Alternative ist nicht absolutes Chaos. Das Gegenteil. Im Moment herrscht da draußen absolutes Chaos. Wenn Menschen Angst haben, vor die Tür zu gehen, weil sie Angst haben, nicht mehr lebend nach Hause zu kommen, dann ist das Chaos. Ich weiß nicht, was noch schlimmer werden soll.
Und das ist halt eben genau der Punkt. Dieses Chaos entsteht, wenn man versucht, etwas wie diesen Baum in Ordnung zu bringen. Wenn ich diesen Baum hier jetzt versuche, gerade zu bekommen, da werde ich mir irgendwelche Techniken einfallen lassen können. Aber je gerade ich den Baum hinbekomme, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der im nächsten Jahr verrottend auf dem Boden liegt. Natürlich, das nennt sich Schulen, da gibt es die Schulschere für, ne? Kann man junge Bäume direkt in Form bringen. Das ist auch mit Menschen so. Da gibt es nicht die Schulschere, sondern die Schule. Oh mein Gott, es ist dramatisch, dass man 2022 immer noch darüber reden muss. Egal, macht nichts. Ich behalte den Sprung in der Platte und werde weiter darauf hinweisen, dass Schulen Sklavenschmieden sind und nichts weiter. Ne? Du kriegst ja schließlich nur gute Noten, wenn du gehorsam leistest. Allein das, ich, keine Ahnung, wie das da noch jemand weiter vertreten kann. Ist egal, es ist ein ähnliches Thema, aber es ist ein anderes Thema. Ich empfehle nicht unbedingt, allzu patriotisch zu sein, sofern man Patriotismus mit dem Vaterland in Verbindung bringt. Und dieses Vaterland nicht als einen Landstrich, den man zum Beispiel den Hunsrück oder die Pfalz oder das Rheinland oder den Bayerischen Wald oder die Alpen oder die Sahara oder sonst irgendwie nennen möchte, meinetwegen auch eine Insel wie Mallorca, aber dass das nicht mehr irgendeine Bewandtnis für irgendeinen Personalausweis oder einen Pass hat, sondern dass Menschen sich dadurch im Prinzip ihre Existenz beweisen können, dadurch, dass sie gerade in Fleisch und Blut vor mir stehen. Da kann mir doch jemand einen Pass hinhalten, wie er will, da weiß ich ja nicht, wer vor mir steht. Da kenne ich die Personalien von dem, aber da habe ich doch keine Ahnung, wer vor mir steht. Check ich auch nicht. Hat sich jedweder Polizist, der jemals nach Personalien gefragt hat, da jemals Gedanken darüber gemacht, dass ihr trotzdem überhaupt gar keine Ahnung habt, wer vor euch steht. Dass diese Frage nach den Personalien nichts weiter ist als, bist du auch irgendwo, kann man dich finden, wenn wir, das ist alles. Alles klar, dann kannst du weitergehen. Es geht nicht um den Menschen. Und das ist das Problem. Das ist das Problem, was dieser Form von Patriotismus, wenn wir ihn mit Ländern und Nationen in Verbindung bringen, sehr, sehr ungesund für uns alle ist. Da sehen wir nicht mehr die Menschen ineinander. Wir sehen ja jetzt noch nicht mal mehr die Fußballfans in einer EM. Jetzt kriegen die Deutschen verboten, ihre Nationalhymne zu singen. Und das ZDF hat, also Entschuldigung, wenn ich irgendwas falsch sage, ich habe das alles nur am Rand mitbekommen, aber ich glaube, das ZDF hat irgendwie davon gefaselt, so Einigkeit und Recht und Vielfalt. Und da fragt man sich doch allen Ernstes, seid ihr eigentlich doch total normal in der Birne? Da muss euch da langsam mal auffallen, dass da irgendwas total... Wie kann man denn... Also ganz im Ernst, wenn ich Fußballer wäre, der jetzt in diesem Moment Deutschland vertreten darf, ich würde beim nächsten Mal, wenn die Nationalhymne gespielt wird und ich da stehen muss mit der Hand auf dem Herzen, ich würde singen, Einigkeit und Recht und Freiheit!
Ganz im Ernst, ich würde es mir nicht nehmen lassen können. Und wenn ich danach rausgeschmissen werde aus der Mannschaft, aber das ist doch sowieso nur noch ein Clownverein, wenn das nicht möglich ist. Ganz im Ernst, da muss ich an irgendeinen komischen Schotten denken, der mal irgendwann von Mel Gibson gespielt wurde. Ja, ihr solltet wirklich, also wenn das ernsthaft gemeint ist, dass das, also schreibt es mir bitte gerne mal in die Kommentare, wenn ich es falsch verstanden habe, aber wenn es ZDF wirklich anregt, die Nationalhymne dann allen Ernstes anders zu singen. Ich hoffe, ich habe es falsch verstanden. Also, weil das ist ja das Allerletzte. Das ist nämlich auch das, was ich trotzdem jedem, der sich da gerade noch nicht so ganz meinen Empfehlungen zufolge verhalten kann und gerade auf jeden Fall in der Situation drin steckt, dass er sich nicht als Deutscher empfinden darf und dass er sich bitte schlecht fühlen soll, wenn er irgendwo eine Flagge weht. Leute, lasst euch das nicht nehmen. Übertreibt's einfach nicht. Lasst es sein, jetzt da, ihr müsst jetzt nicht unbedingt düpp, düpp, düpp singen. Den Gag hatten wir schon. Aber lasst euch nicht nehmen, Flagge zu zeigen. Das ist nämlich so eine grundsätzliche Sache, durch die der Patriotismus halt eben auch sehr, sehr gegen einen verwendet werden kann. Man macht sich so unheimlich angreifbar. Vor allen Dingen jetzt in den Zeiten, wo der Patriotismus dann auch noch verpönt ist. Und gerade das deutsche Volk, und ich nenne es jetzt mal bewusst so, weil es ist ihm nur passiert, weil es ein Gefolge ist und nicht selber nachgedacht hat, was ihm passiert, sich so extrem von seinen Wurzeln hat kappen lassen. Und das ist jetzt quasi so der Endspruch, wenn jetzt, als was darfst du dich denn dann hier, als was darfst du dich denn überhaupt noch dann identifizieren? Außer als irgendwie ein komisches Neutrum. Ja, das ist aber das, was wir aus euch machen wollen. Deswegen würde ich gut überlegen, sehr gut überlegen, wie ich gerade alles wahrnehme, was da so passiert, weil da sind sehr viele Fallen dabei. Das Problem ist, wenn man diese Wurzeln nicht mehr hat, dann fühlt man sich auch zu nichts um sich herum mehr verbunden. Und wenn man dann auch noch das Land mit einem Haufen Kriminellen flutet und dann auch sogar noch dafür sorgt, dass die eigentlich gar nicht kriminell sind, kriminell werden, weil man die 5 Jahre in irgendwelchen Baracken sitzen lässt, aufeinander gewürfelt und keine Ahnung, die dann mit ihrer Zeit auch irgendwann nichts Besseres zu tun haben, als ihren Frust, der dadurch automatisch entstehen muss, irgendwo abzuladen. Das ist Logik. Das ist so Logik, dass ich jemandem unterstellen würde, Alter, das muss dir klar gewesen sein, als du deine Pläne gemacht hast, die jetzt landesweit wirken. Das ist Logik. Das ist Logik, dass das für Stress sorgt. Als was wollen die Deutschen sich denn dann demnächst irgendwie noch, womit wollen sie irgendeine Gruppenzugehörigkeit noch aufbauen können? Sehen die aber nicht. Sehen die Deutschen nicht. Und das ist nicht schade für die Deutschen, das ist fatal für die Deutschen. Das ist richtig kacke. Richtig kacke. Aber ...2025 ist die nächste Bundestagswahl. Und ich bin mir sehr sicher, dass man durch Wählen was ändern kann. Nämlich gar nichts.
gestern noch so ein super tolles Video gesehen, wo nochmal ordentlich auseinandergepflückt wurde. Was denn jetzt, wenn jetzt Neuwahlen wäre, ne, dann würde wahrscheinlich, würde auf jeden Fall dann irgendwie die CDU entweder mit der AfD oder mit der SPD. Was soll ich denn da bitte ändern? Das ist ja wie dieselbe CDU wieder da, die uns 16 Jahre lang diesen ganzen Mist eingebrockt hat. Nee, das war das. Wir haben uns den Mist eingebrockt, weil wir das alles gemacht haben, was sie gesagt haben. Das muss langsam mal klar werden, ne? Das sollten wir auch so ausdrücken. Dann wird es klarer und dann wird das auch leichter, das demnächst nicht mehr zu tun. Aber wenn, wann immer auch diese komische Wahl da 2025 ist, aber jetzt haben wir noch ein gutes Jahr Zeit, uns zu überlegen, warum es tatsächlich nichts bringt zu wählen und was es für Alternativen gibt. Ne, und da sage ich hier ganz eindeutig nochmal, werdet souverän, werdet eigenständig, fangt an, auf euer Bauchgefühl zu hören. Jede Spezies um euch herum macht das den ganzen Tag. Jede. Selbst die Domestizierten. Wenn ihr nicht mehr wieder wisst, wie das geht, dann guckt es euch doch einfach irgendwo ab. Das ist nicht so schwer. Es könnte euren Haustieren, es könnte euren je kleiner eure Kinder sind, desto intuitiver und mehr aus dem Bauch heraus beobachtet. Die werden aus dem Bauch heraus niemals zu irgendetwas getrieben, was irgendwelchen Schaden anrichtet. Tiere auch nicht. Natürlich fressen Tiere andere Tiere und das ist für die unter Umständen ein Schaden. Mir fällt jetzt gerade kein Tier ein, das irgendwie einfach massenweise um sich herum alles andere abschlachtet und tot liegen lässt und einfach nur um des Tötens willen tötet. Oder sonst irgendwelches Ungemach verbreitet. Außer Mücken natürlich, die Arschlöcher, ne? Aber seit wir rausgefunden haben, wie viele Mücken gut sind. Ne? Einfach nur ein bisschen beobachten. Vögel, die essen die, die brauchen die. Das ist wichtige Nahrung für die. Und wahrscheinlich auch deswegen, weil die letztendlich auch unser Blut irgendwie verarbeiten und Vögel das offensichtlich brauchen. Sonst würden die ja nicht so wahnsinnig gerne fressen. Also selbst Mücken. Ne? Und selbst die, wenn du sie beobachtest, sind völlig instinktgesteuert. Die handeln völlig aus dem Bauch heraus. So, und jetzt einfach mal ein bisschen Werbung fürs Bauchgefühl zu machen. Das Bauchgefühl hat immer alle Interessen im Auge. Nicht nur meine, sondern auch all derer um mich herum. Und wenn ich einfach nur ein bisschen aufmerksam bin, dann bekomme ich mit, wie mein Bauch mich wissen lässt, wo ich anderen auch gerade dienlich sein kann. Wo jemand auch vielleicht gerade einfach mal Gehör braucht oder jemand, mit dem man Wort wechseln kann. Mit dem man einfach mal seine Gedanken aussprechen kann oder sonst irgendwas. Und mein Bauchgefühl sagt mir, wenn Gefahr im Verzug ist. Und lässt mich sofort wissen, wie ich drumherum komme. Und wenn ich aber meinen Kopf ausschalte, ja, muss ich sagen, bin ich bis jetzt um etliche Sachen offensichtlich verdammt gut rumgekommen, wo ich hinterher rausstellte, das war aber verdammt knapp. Ja, ist egal. Darf gerne knapp sein, solange ich drumherum komme. Das macht mein Bauch. Und ich habe mir einfach angehört, auf meinem Bauch genauso sehr zu hören, wie ich das bei
ich weiß nicht, wie viel tausenden Menschen vorher trainiert habe, gehorsam zu sein. Ich bin schon gehorsam meiner Autorität gegenüber, aber allen anderen gegenüber bin ich ungehorsam. Und dazu könnt ihr euch gerne den letzten Podcast angucken, wenn ihr noch nicht mitbekommen habt. Ist jetzt, seit heute, kann ich ihn auf YouTube doch. Also ich verstehe es nicht, ich verstehe es einfach nicht. Ja, ich habe letzte Woche den Podcast über Ungehorsam gemacht und dann habe ich ihn hochgeladen und eine Minute später bekomme ich einen Strike auf YouTube. Eine Woche Video hochladen, verboten und das Video wird nicht veröffentlicht. Ja, keine Ahnung. Eben konnte ich es dann veröffentlichen und ich weiß immer noch, ich habe immer noch nicht so richtig begriffen, warum überhaupt. Also wüsste nicht, dass ich irgendwie gehetzt hätte oder sonst irgendwas. Habe ich ja auch gar nicht nötig, aber ich weiß natürlich auf der anderen Seite, dass es Leute gibt, die mir das zu gerne als Volksverhetzung auslegen, was ich mache. Weil ich ja gegen die Demokratie bin und gegen den Bestand von unsinnigen Regierungen und Ländern und den Konsequenzen, die wir alle ganz natürlich dafür zu tragen haben, bis hin zu irgendwelchen Kriegen. Boah, nee, Alter, aber das ist einfach nicht mehr meine Welt. So, das ist, ne, mir ist das okay. So, wenn Leute halt eben meinen, sie wollen Deutsche sein und eine Regierung haben und die demokratisch wählen, ja, dann lass sie das doch machen. Dann ist, ne, macht das doch einfach, aber lass doch bitte alle anderen damit in Ruhe. Ich weiß nicht, wo das herkommt, dass irgendjemand angefangen hat, anderen seine Gurus aufzudrücken. Also, ne, die Kirche kennt es nicht anders. Die Kirchen kennen es nicht anders. Und Regierungen sind halt eben, die sind einfach absolut dasselbe. Es dient alles einfach nur der Spaltung, der Ausbeutung, der Macht über andere Menschen von irgendwelchen Psychopathen, die es ansonsten nicht auf Kette kriegen, ihr Leben einfach eigenständig zu leben, auf sich selber fokussiert. Keine Ahnung, was sie da immer einen Anspruch haben über andere. Ja, wenn ich mir das, ne, ich weiß, das ist auch gecancelt worden, schon direkt nachdem es ausgestrahlt worden. Ich habe den Eindruck, der Ausschnitt ist nie im Internet gelandet, aber 2004, 2005, keine Ahnung, kurz bevor die Merkel zur Bundeskanzlerin gewählt wurde, stand die im Bundestag an diesem Pult, durfte was sagen und hatte nichts Besseres loszuwerden als: Ich will die Macht über dieses Land. Als ich das gesehen habe, fand ich das so gruselig, dass ich mich leider mit dieser Frau nie anfreunden konnte, weil ich wusste, dass sie ein massives Problem hat. Wie kann man denn wie ein kleines Kind sich da hinstellen, mit der Faust auf den Tisch hauen und sagen, ich will die Macht über 82 Millionen Menschen haben? Wo kommt sowas her? Das Ding ist, es ist mir scheißegal, aber jemand, der das so nötig hat, dem gebe ich garantiert nicht die Macht über mich. Und dann ist mir scheißegal, ob die von 99,9% sämtlicher Wählerschaft gewählt wurde. Die lasse ich doch nicht mein Leben regulieren. Ich akzeptiere, dass die jetzt für gewisse Rahmenbedingungen, die auch mein Leben betreffen, verantwortlich ist. Ne? So wie die Politik jetzt zum Beispiel auch dafür
also in die Richtung gut hingearbeitet hat, dass das Fahren jetzt richtig teuer ist durch die tolle CO2-Steuer, die dann auch noch drauf gekommen ist, die so wahnsinnig viel bringt. Und ja, keine Ahnung, da muss ich halt auch mit leben, ne? Das ist okay mit mir, das müssen alle anderen auch, aber ich gehe da beim besten Willen nicht so mit um wie alle anderen. Ich nehme das nicht einfach hin. Und ich tanke so wenig, wie es nur sein muss. Und ich fahre so wenig, wie es nur sein muss, damit ich so wenig, wie ich nur möglich tanken muss, weil ich diesen Quatsch so minimal es nur geht, mitmache. Und das ist für mich eigentlich seit Jahren die Richtlinie. Alles davon für mich, so gut ich das kann, zu minimieren. Und glaubt mir, es ist nicht so, als hätte ich ein Problem, wenn ich auf den Rest verzichten dürfte und könnte. Wenn ich nicht mehr für Sprit bezahlen müsste oder um mich irgendwie von A nach B zu bewegen. Wenn das keiner mehr müsste. Das ist tatsächlich eine Welt, die wir uns aufbauen könnten. Nur solange wir da weiter nicht drüber reden, sondern die ganze Zeit uns von diesem Quatsch ablenken lassen, den uns die Mainstream-Medien liefern. Und eben leider die sehr gleichgeschalteten alternativen Medien auch. Weil, ne, bloß weil jemand einen YouTube-Kanal hat, ist das kein alternativer Kanal. Wenn der dann dieselben Medien, dieselben Themen, die die Medien durchkauen, auch durchkaut, dann lenkt er mit den Medien genauso effektiv wie die Medien ab von eben solchen Themen. Und das, worüber ich hier gerade spreche, klingt deswegen wieder so viel nach wirrem Gerede und es ist wieder so aus dem Bauch raus. Da haben, wann haben wir denn da mal raus drüber geredet? Ich meine, klar, ich rede mir den Mund fusselig drüber, aber ne, das sind Themen, die mal bei Maischberger oder Lanz angesprochen werden sollten. Das sollten sich möglichst viele Deutsche einfordern, dass die Medien endlich über solche Themen reden. Weil die das von sich aus niemals tun werden. Nie. Die sind ja dazu da, um genau davon abzulenken. Dafür ist die Fernsehzensur da. Und das kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen. Und ob es hier eine Fernsehzensur gibt und eine Medienzensur. Und ob es hier Themen gibt, die man besser nicht anspricht. Dass ich das hier gerade so kann, ist, weil das so selten angesprochen wird, dass das noch nicht mal mit berücksichtigt ist in den Algorithmen. Ich kann hier frei von der Leber herweg sprechen, weil ich hier Themen ankratze, die im Algorithmus und in den ganzen die ganzen Terminologien, die ich hier brauche, die stehen alle nicht auf dem Index. So wenig wird darüber geredet. Denkt mal drüber nach. Warum und was für Auswirkungen das hat und inwiefern das warum mit den Auswirkungen zu tun hat und das Ganze völlig beabsichtigt ist und perfekt designt, weswegen es auch so wunderbar funktioniert. Tja, Babes and Gentlemen, machen wir mit der Situation. Also ich bin ja immer noch der Meinung, dass man, solange wir noch atmen, immer noch die Möglichkeit haben, das Beste draus zu machen. Und eventuell wird das, was wir dann, wenn wir es einmal angehen, auch wahrscheinlich noch viel besser, als wir uns das gerade vorstellen können. Aber dafür müssen wir uns aus diesen Normen trennen, die man uns halt eben aufgedrängt hat. Und da gehören Nationalitäten zu, da gehören Religionen zu. Ne, wie gesagt, hey, jeder soll sich bitte fühlen, als was er will. Und
praktizieren, was er will, solange er nicht irgendwie kleine Kinder oder Hühner abschlachten muss, um seinen Gott irgendwie zu huldigen. Keine Ahnung. Also da hört es bei mir dann auch auf. Ne? Wie gesagt, macht es bitte so, dass da keiner drunter leiden muss. Das ist, finde ich, ein Gesetz oder eine Spielregel, die jedes kleine Kind, da muss man nicht Jura studieren gehen, um seine Rechte und Pflichten zu kennen, sondern einfach, ne, das kann man kleinen Kindern schon mitgeben. Und dann mit denen zusammen am besten trainieren, wie das geht. Völlig man selbst zu sein, zu sagen, was man denkt, ohne Angst zu haben, kurz darauf zu bereuen, dass man ehrlich war. Ja, das ist halt auch was wir im nächsten Jahr vielleicht kultivieren sollten. Uns dieser bescheuerten, komischen Cancel Culture da mal entgegenzustellen und explizit anzufangen, das zu sagen, was wir wirklich denken, und zwar alle. So viele Leute sagen mittlerweile schon, beschweren sich darüber, dass man gar nicht mehr sagen kann, was man will, weil man immer Angst haben muss, dass man dafür dann als Nazi abgestempelt wird oder sonst irgendwie abgestempelt wird. Auch als linksgrün versiffter Faschist oder so, ne? Das ist ja auf beiden Seiten nicht besser. Das ist ja der Punkt. Da können wir massive Einschnitte machen. Da können wir aufhören, dieses Spiel mitzuspielen. Wir können aufhören, einfach andere Leute zu kratzbürsten, die einfach was anderes denken als wir. Ey, seid ihr eigentlich bescheuert da draußen, ganz im Ernst so. Und es sind wirklich viele da, wo ich mir denke, Alter, du müsstest so, ey, guck mal, du bist schon seit so vielen Jahren aufgewacht, ne? Aber hast du mal noch nicht gecheckt, dass das Leben nicht schöner macht, andere Leute dafür runter zu putzen, dass sie irgendwie anders denken. Glücklicher Mensch hat es nicht nötig, irgendwelche Leute runter zu putzen. Ja, wir sollten anfangen, viel, viel deutlicher. Oder ja, keine Ahnung, das sollte irgendwie so ein bisschen was wie eine Protestbewehr, aber eigentlich nicht aus Protest, sondern aus gesundem Selbstwertgefühl heraus. Na, da haben wir das wieder mit dem Selbstwertgefühl. Nenn es Stolz, nenn es Nationalstolz, was dich da gerade packt. Steffi, das geht auch gerade nochmal an dich. Es sieht aber nur so aus. Aber das geht gerade auch richtig tief, also richtig unter der Gürtellinie. Und da kann ich das durchaus verstehen, dass da bei dir sowas wieder aufkommt. Diesen Nationalstolz, der da aufkommt, empfehle ich jedem Deutschen nicht mehr so zu nennen. Nennt es Selbstwertgefühl. Denn das trifft es zum einen sehr viel besser. Zum anderen könnt ihr derweil beobachten, wie euer Selbstwertgefühl nach oben geht. Und da habt ihr was davon. Und zwar direkt. Und letztendlich haben wir alle auch was davon, wenn du das machst. Wir haben alle was davon, wenn alle das machen. Aber wir haben letztendlich von jedem Einzelnen was davon, der das macht. Ja. Ich glaube, dieses nächste Jahr von jetzt an wird wahrscheinlich das Jahr, in dem wir so gezwungen sind, uns mit uns selbst zu konfrontieren, wie das noch nie zuvor der Fall war.
Vor allen Dingen, weil gerade immer deutlicher wird, dass das mit den Wahlen einfach nur ein bescheuertes Spiel ist, dass einfach Blödsinn ist und nichts ändert und keine Ahnung. Und deswegen halt auch, ne, wenn wir das schon mal aus den Köpfen haben, dann entsteht ja ein riesengroßer Freiraum, den wir dann mit Interesse füllen können an, hey, was können wir denn sonst noch machen? Und da ist mein Buch 2020, die neue Erde, nur eine von ganz, ganz vielen Anregungen, die sich inzwischen finden lassen, wenn man ein Interesse dafür aufbringt und den festen Willen greift, ein eigenständiges Leben zu leben. Auch da gibt es keine Universalanleitungen für. Aber da gibt es so viele Denkanstöße mittlerweile, für die man auch automatisch findet, wenn man sich dafür interessiert. Dann kommen die einem regelrecht zugeflogen. Na, kennst du, tippst du bei Google ein bestimmtes Wort ein, bam, also 3 Millionen Treffer. Ja, wenn du davon die ersten 10 durchgegangen bist, da bist du wahrscheinlich schon um einiges weiter. Und das, was du dir vorher nicht vorstellen konntest, wird auf einmal viel vorstellbarer. Bis du am Ende tatsächlich das Unvorstellbare selber tust. Und das nach einer Weile völlig gewöhnt und dich fragst, wieso du das nicht schon immer gemacht hast. Das kann jeder für sich. Aber ich empfehle jedem, das auch anzusprechen, diese Thematik in den Fokus zu rücken. Dass wir zum einen, dadurch, dass wir auch jetzt wieder konfrontiert oder dass wir mit uns selbst konfrontiert werden und uns die Frage stellen, Alter, was mache ich jetzt? Weil all die, denen ich bisher vertraut habe, die verkacken es offensichtlich exorbitant. Und das kann so nicht weitergehen. Und wenn ich einfach weitermache wie gehabt, dann wird sich vor allem in meinem Leben definitiv gar nichts ändern. Wenn ich aber einfach nicht weitermache wie gewohnt, sondern einfach gucke, mich mal dafür interessiere, was denn auch, wie kann ich das Leben auch sonst leben und wahrnehmen und wahrgeben und überhaupt, dann könnte das unter Umständen tatsächlich sogar auch ansteckend sein. Ne? Also ich kann das aus Erfahrung sagen, dass mir immer wieder viele Leute sagen, immer noch, Bauchi, danke für die Inspiration. Das hat mir mein Leben gerettet. Das hat mein Leben verändert. Da habe ich überhaupt nichts getan. Ich quatsche hier einfach nur. Aber ich kann die gut nachvollziehen, weil ich habe auch anderen Leuten zugehört und war in derselben Situation. Ich dachte, Alter, danke, dass du mir das gesagt hast. Ey, ohne das hätte ich nicht an den Punkt kommen können, wo ich so viel Klarheit über ein ganz bestimmtes Thema jetzt bekommen hätte, wenn du mir nicht die Anregung gegeben hättest. Aber die Anregung alleine reicht nicht. Ich musste auch den Weg gehen, um hierher zu kommen, wo ich das kann. So, und jetzt kann ich aus meiner Perspektive auch einfach immer nur, genau wieder, ich labere einfach weiter. Und wieder wird der ein oder andere Danke sagen und ich sage bitte und danke gleichfalls, gern geschehen. Freue mich, wenn du meinen Gedanken was entnehmen kannst und irgendwie denkst so, scheiße, wird jetzt auch echt mal Zeit, mein Leben zu ändern, weil, hey, ganz im Ernst, ne, ich werde immer schockiert angeguckt, wenn ich den Leuten sage, meine Tage sind gezählt. Da guck ich, was hast du? Was, ich sag, gar nichts. Ich hab den Dim Sum. Ich hab so einen bescheuerten Fluch. Und ich muss sterben. Keine Ahnung wann, keine Ahnung wo. Aber ich weiß, meine Tage sind gezählt. Also es unterscheidet mich von niemand anderem. Nur ist mir das ständig bewusst. Meine Tage sind gezählt. Und ich habe kein bisschen meiner wertvollen Lebenszeit, das das Universum mir geschenkt hat,
weiter mit so einem Quatsch zu vergeuden. Mein Leben ist um so viel schöner, wertvoller, ruhiger, lebenswerter, wertschätzender geworden, nachdem ich diese Änderungen, von denen ich gerade spreche und sie jedem ans Herz lege, für mich vorgenommen habe. Das hat mein Leben so wahnsinnig verändert, dass ich hier mich mittlerweile berechtigterweise wie ein Außerirdischer fühle. Ich bin auf der Erde, gar keine Frage, ne? Aber das ist nicht meine Welt. Das ist mein Heimatplanet auf jeden Fall, aber es ist nicht meine Welt. Es gibt so viele Welten auf der Erde. Dass mir die Wahl der zur Verfügung stehenden Welten tatsächlich einfach nicht ermöglicht, mir diese da noch reinzuziehen, die von den Medien die ganze Zeit als Welt dargestellt wird. Wer glaubt, er hätte im Fernsehen die Welt gesehen? Sorry. Nee, beim besten Willen nicht. Beim besten Willen nicht. Das Fernsehen ist nicht dazu da, um uns die Welt zu zeigen. Das Fernsehen ist dazu da, um die Welt zu definieren, wie wir sie zu sehen haben. Weil es ist halt ein Werkzeug, ne? Also Fernsehen, Medien, Radio, alle, die halt immer auf diese, ne, genau das bringen, was wir denken sollen. Und wer das nicht macht, der wird automatisch als bekloppt abgestempelt und aussortiert und nach Möglichkeit möglichst handlungsunfähig gemacht und mundtot. Ja, muss schon wieder an Clemens denken. Aber ne? Nicht schön was. Ich kann diesen Umgang nicht gutheißen. Der treibt Menschen in den Selbstmord. Ich weiß nicht, wie man das noch mitmachen kann. Also nicht mit dem, was ich gesehen habe, kann ich das nicht mehr mitmachen. Und das, was ich gesehen habe, das habe ich jetzt heute in diesem Podcast mal versucht, einfach so mal zu zeigen. Also ich halte Patriotismus für sehr zweischneidiges Schwert. Und trotzdem fühle ich mich, und das ist es halt so, ne? Ich fühle auch Patriotismus. Und zwar fühle ich mich halt eben besonders zugehörig oder hingezogen zu bestimmten Orten, die mir wahnsinnig gut getan haben, die mir gefallen haben, an denen ich gerne bin. Bei vielen Leuten ist das einfach ihr Zuhause, die Stadt, in der sie wohnen, zwischendurch mal irgendwo in Urlaub gewesen oder sonst irgendwas. Ich bin Reisender, bei mir sind das mehrere Orte inzwischen. Und ja, ne, wenn die Eifel aus irgendeinem Grund jubelt, dann habe ich Grund mitzujubeln, weil ich die Menschen da mag und mich mit denen freue. Und ja, ich könnte mir sogar vorstellen, dass ich mich freue, aus diesem Anflug von Nationalpatriotismus heraus, der gerade auch aufkommt. Mir tun die Deutschen einfach so leid. Ich könnte gerade echt heulen. Mir tun die Deutschen so unendlich leid. Die wissen noch nicht mal, was man ihnen angetan hat.
weil man in Deutschland nicht darüber reden darf, was man dem deutschen Volk angetan hat. Man redet immer nur davon, was die Deutschen der Welt angetan haben. Wenn man sich aber mal ein bisschen besser mit den ganzen Sachen beschäftigt, dann bekommt man dahinter, dass nicht aus irgendwelchen Schnapslaunen heraus Deutschland zwei Weltkriege angefangen hätte. Es ist leider nicht so einfach. Und das ist so traurig, dass ich mit kaum einem Deutschen darüber reden kann, weil sich kaum ein Deutscher mit der wirklichen deutschen Geschichte beschäftigt hat. Weil dann ist man ja Nazi, wenn man das macht. Alter. Da stellst du dir dann halt die Frage, wie kommen die da jemals wieder raus? Aber auf der anderen Seite sehe ich genau diese Deutschen gerade irgendwie sehr verwirrt und irritiert durch die Gegend gucken und merken, dass irgendwas nicht stimmt. Und das ist die Hoffnung, die ich habe. Das ist die Hoffnung, die ich in Deutsche setze. Explizit in Deutsche. Aus der gesamten Menschheitsfamilie heraus setze ich gerade sehr große Hoffnungen in die Deutschen. Weil ihr so gesaubeutelt seid, dass wenn ihr aufwacht, ihr den Vorteil habt, euch instantan sofort am harten Boden der Realität wiederzufinden. Und da ist der Ort, an dem man überhaupt erstmal aufstehen und lernen, auf eigenen Beinen stehen und gehen zu können. Und dann hoffe ich so sehr, dass sich die Germanen, das ist auch so krass, dass man, das ist so, ne, die gesamte englischsprachige Welt nennt die Deutschen noch Germanen. Aber nennst du dich ein Germane als Deutscher, bist du ein Nazi. Aber das ist, was ich bin. Ich bin einer, der in diesem germanischen Landstrich, der für mich keine festen Grenzen hat, geboren, aufgewachsen, kulturell geprägt worden bin. Und natürlich fühle ich mich dazu auch irgendwo zugehörig. Aber ich will kein Deutscher mehr sein. Und ich identifiziere mich auch schon jahrelang, also seitdem ich 2009 meinen Personalausweis zerschnitten habe. Damit habe ich aufgehört, mich als Deutschen zu identifizieren. Ich wollte lieber Mensch sein oder staatenlos oder sonst irgendwas, Hauptsache nicht deutsch. Ich wollte diesen Scheiß nicht mehr mitmachen. Ich wollte diesem Club nicht mehr angehören. Naja, das sind jetzt auch 15 Jahre, ne, die ich aus Erfahrung reden kann und Geschichten erzählen, was mir in dem Bezug alles passiert ist. Und all das hat dazu geführt, dass ich jetzt hier sitzen kann und sagen, oh bitte, 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 kommt doch endlich bitte zur Besinnung. Kommt doch endlich zu euch. Und ich glaube, der Weg dahin ist der, dass der Deutsche anfängt, das Maul aufzumachen und zu sagen, was er zu sagen hat. Und zwar so, wie ihm die Schnauze gewachsen ist und ohne irgendwelchen Gender-Blödsinn oder irgendwelchen Tabus. Klartext ist Klartext. Und wenn ich was zu sagen habe, weil mir das gerade so auf den Sack geht und dann die Möglichkeit auch offen lasse, dass ich das gerade zu sagen habe, weil ich eventuell auch was falsch sehe und mich dann auch gerne beraten lasse, aber dann ist trotzdem in meinem Kopf das Problem schon mal weg. Aber wir müssen uns endlich wieder trauen. Das ist das, was ich in 2020 schon als das große Murmeln beschrieben habe.
dieser Aspekt ist wesentlich. Wir müssen an den Punkt kommen, wo wir, um für uns selber einstehen zu können, um souverän zu sein, um unsere eigene Stimme wieder zu hören, das sagen, was wir wirklich denken. Ansonsten landen wir in einem Meinungsfaschismus. Wir landen nicht in einem, wir sind da mittendrin in diesem Meinungsfaschismus. Und der wird als politisches Werkzeug gegen euch missbraucht. Deswegen habe ich eben gesagt, es gibt so viele Fallen da draußen. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen ein bisschen weiterhelfen. Freue mich sehr darüber, wenn ihr Fragen habt oder sonst irgendwas zum Thema. Schreibt sie mir bitte gerne in die Kommentare. Und lasst uns da gerne weiter drüber reden. Wenn irgendwas unklar war von dem, was ich heute gesagt habe, dann fragt bitte nach. Ich erkläre es gerne deutlicher oder gehe irgendwo mehr ins Detail oder gebe für irgendetwas noch mehr Beispiele. Da fehlt mir einfach so ein bisschen die Interaktion gerade. Ich kann gerade nur aus mir selbst heraus, ich weiß nicht, was ihr für Fragen habt. Ich weiß nicht, wo ihr irgendwas nicht versteht, was ich sage. Was dann vielleicht auch irgendwie falsch klingt oder unklar, aber fragt doch einfach nach. Sagt, wie meinst du das? Schreibe ich es im Kommentar oder ich mache ein Video zum Thema. Aber ich kann euch versichern, dass das gerade nicht einfach nur wirres Gerede ist, sondern total wirres Gerede. Ich wünsche euch den Frieden. Ich reiche euch die Hand. Und ich wünsche euch von Herzen, dass ihr ein möglichst selbstbestimmtes Leben leben könnt. Weil ich weiß, dass das das Geilste ist, was man als Mensch eigentlich überhaupt erleben kann. Weil das alles beinhaltet, was einen erfüllt. Wenn man es umsetzt, erlebt man es. Ich wünsche euch den Frieden. Bis bald.